Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Videotagebuch auf meinem Kanal hier auf YouTube. Zum Jahreswechsel 2018 habe ich mir zwei große Dinge vorgenommen. Einmal Sport zu machen und zum zweiten Vlogging zu starten. Sport ist eine andere Geschichte, aber die Sache mit dem Vlogging, die beginnt jetzt und hier. Warum ein Vlog? Warum nicht ein Blog? Warum nicht ein Podcast? Erstmal die große Frage ist, warum nicht? Es ist das Medium der Zeit. Es macht mir einen wahnsinnigen Spaß, Vlogs von anderen zu gucken. Und wie gesagt, Social Media ist ja nicht eine Einbahnstraße, sondern Gott sei Dank eine Zweiwegstraße. Man kann ja nicht nur konsumieren, sondern auch produzieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mach mal. Außerdem, vom Gefühl her, wird 2018 ein tolles Jahr. Es sind viele Dinge in meinem Leben im letzten Halbjahr passiert, die sich wahrscheinlich im Frühjahr auswirken werden, sodass ich eigentlich sehr zufrieden und vor allem mit großer Freude ins neue Jahr gegangen bin. Ich habe natürlich auch Vorbehalte. Ich denke mir, wer in aller Welt will denn einen Vlog von mir sehen? Aber da kam mir dann einer der großen Vlogger zu Hilfe, Casey Neistat, mit seinem Do What You Can't Video. Und das Motto habe ich mir dann nochmal zu eigen gemacht und gesagt, ja, versuch's. Mehr als schiefgehen kann's nicht. Ist sehr textlastig, noch, weil ich kaum Erfahrung mit Video habe und von daher schon mal auch so die Frage kam, ist denn das nicht wirklich ein Videopodcast und kein Vlog? Mal sehen. Ich kann mir gut vorstellen, in parallel auch eine Videopodcast-Plattform zu bedienen. Mal sehen. Worüber will ich reden? Natürlich über die Woche. Ich stelle mir so im Moment vor, wöchentlich Vlogs zu produzieren und dann die Inhalte meiner bzw. unserer meiner Familie. Ich möchte über die Media Highlights reden, was mir über den Weg gelaufen ist, was ich gesehen habe. Politik und Ereignisse natürlich, nicht zu kurz, Konzerte. Dann von zur Zeit mein Unboxing, wenn es mal wieder Neues für den Haushalt gibt oder beziehungsweise neues Gear für den Rechner gibt. Und dann für die Dinge, die ich täglich benutze und die mir wirklich gut gefallen, vielleicht auch mal ein Gear-Review. Aber es gibt so viele gute Tech-Channels out there, dass ich mir das vielleicht nochmal überlegen werde. Kurz zu mir, ich bin 55 Jahre alt, ich lebe in Köln. Das ist diese wunderschöne Stadt am Rhein, mitten in Europa, so zwischen Paris und Berlin. Ich habe zwei Söhne, 13 und 15 Jahre alt, und arbeite seit 30 Jahren als Information System Architect für einen bekannten amerikanischen Computerhersteller. PowerPoint? Ja, das ist PowerPoint. Warum? Erstens, meine Erfahrungen mit Video sind im Moment noch ziemlich begrenzt. Ich habe ein Office 365 Subscription für die Familie. Nicht nur in der Arbeit, sondern auch privat. PowerPoint ist das Tool, mit dem ich am meisten im Alltag arbeite, neben Excel und natürlich und Programmeditoren. Ich kann PowerPoint eigentlich so mehr oder weniger im Schlaf bedienen. Und ich habe mit PowerPoint in den letzten 10, 15 Jahren schon so viele Vorträge und Workshops gehalten, dass ich mir dachte, naja, dann fangen wir doch mal mit PowerPoint an. Wer ist mein großes Vorbild? Großes Vorbild ist vielleicht falsch, aber auf meiner Vlog-Roll steht ganz, ganz am Anfang natürlich Casey Neistat. Ich glaube, man. Ich kann gar nicht genug herausstreichen, was
dieser Mensch in den letzten Jahren für Social Media getan hat. Und auch für, ich sag mal, für die Rolle des Creators bin ich auf jeden Fall unendlich dankbar. Er hat einen Filmschnitt, den ich total bewundere. Und ich habe noch nie so schöne filmische Liebeserklärungen an New York gesehen, wie bei ihm im Blog. An zweiter Stelle kommt aber auf jeden Fall Jackson Bird, ein junger LGBTQ+-Aktivist, den ich über YouTube kennengelernt habe. Ich habe von ihm sehr viel gelernt über Geschlecht, Sexualität, Identität. Er gehört für mich absolut zu den mutigsten jungen Männern, die im Moment öffentlich unterwegs sind. Und ja, hohe Achtung. Ganz anders, auf dem Weg im letzten Jahr bin ich über den Herrn Darracot gestolpert, als ich auf der IFA eine DJI Spark geflogen bin und mir dann vorgenommen habe, ja, die wird unser Haushalt irgendwann auch einmal kriegen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Habe ich mir natürlich auch viele YouTuber angeguckt, die mit ihm fliegen. Und Francis ist mir dabei absolut einfach, ja, er bleibt absolut im Gedächtnis geblieben. Ich habe ihn fest abonniert, freue mich über jede seiner Videos, weil er einfach so unvergleichlich schöne Aufnahmen mit dieser kleinen Drohne macht. Und gleichzeitig dazu aber auch noch erklärt, wie er sie macht. So, dass ich mich eigentlich super darauf freue, irgendwann in diesem Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Jahr mir eine zuzulegen und selber mit ihr zu fliegen. Last but not least, in Deutschland für mich ganz oben sind die Grischi Studios, die seit Jahren extrem gute Videos machen. Sie haben jetzt angefangen, seit der Videodays auch aufzutreten. Sie hatten eine total tolle Show in der Düsseldorfer Tonhalle. Es ist zwar nicht wirklich ein Vlog, aber doch, weil dieses Jahr haben die zu fünft eine Reise durch Europa gemacht und aus den verschiedenen Vlogs, aus den verschiedenen Perspektiven zusammengeschnitten. Auch das ist großes Kino. Und ich freue mich jedes Mal, wenn die beiden, oder die nicht die beiden, wenn die Grischis mit all den Leuten, die dazugehören, wieder Videos veröffentlichen. Ich bin natürlich nicht nur auf YouTube aktiv, sondern auch auf Twitter seit ewigen Zeiten. Seit etwa einem Jahr auch auf Instagram. Dort immer als CH Frank, also Christian Frank und CGN für Köln. Meine beiden Jungs sind Not the Real Fabio bzw. Lord Max the Dark. Das war's dann auch schon für heute, für das erste Videotagebuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.